und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Ja, seit Jahren ist der Bierkonsum in Deutschland rückläufig. Die großen Marken reagieren vor allen Dingen preisaggressiv. Man muss sich mal vorstellen, von 4 Kisten Pils landen 3 im Sonderangebot. Ganz anders die Strategie bei regionalen Brauereien. Hier sind sogar Preiserhöhungen möglich, wie nachfolgendes Beispiel zeigt. Die Meckatzer Löwenbräu ist nicht nur einfach eine der bedeutendsten Brauereien in der Region, sie ist auch ein traditionsreiches Familienunternehmen, das auf eine lange und bewegte Geschichte zurückblickt. Bis ins Gründungsjahr 1738. Seit 1853 ist die damalige Landbrauerei zu Meckatz im Besitz der Familie Weiß und wird zwischenzeitlich in 4. Generation von Michael Weiß als geschäftsführendem Gesellschafter geleitet. Er richtete das Unternehmen nach einer an Nachhaltigkeit orientierten Wertschöpfungsphilosophie neu aus und wurde zum Vorreiter für eine bewusste Allgäuer Genusskultur, die höchste Braukunst und die Verantwortung für Mensch, Natur und Tradition vereint. Für sein gesellschaftliches und unternehmerisches Engagement wurde Michael Weiß 2014 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Ja, und jetzt ist er bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Michael Weiß. Freut mich sehr, dass Sie hier sind. Freut mich auch, Herr Benzmann. Ich bin neugierig. Was ist passiert nach Ihrer Preiserhöhung? Sie haben von 18 Euro die Kiste auf 19 Euro zum 1. Juni erhöht. Sind die Kunden ausgeblieben? Nein, die Kunden halten uns die Treue. Es ist natürlich immer so eine Frage, wie sieht es denn aus? Aber über viele Jahre, über Jahrzehnte eigentlich, haben wir es geschafft, die Wertschätzung der Verbraucher für unsere Biere konstant zu halten, zu steigern und dass sie auch erkennen, dass mit diesem Preis Wertschöpfung verbunden ist für alle Partner. Wie ich immer gern sage, für die Partner der Meckatzer Großfamilie. Und es ist gut gegangen und es freut mich unglaublich. Es ist ja schon erstaunlich. Also ich will es mal ganz klar sagen, man kriegt jetzt im Prinzip 2 Kästen Warsteiner für einen Kasten Meckatzer. Und das jetzt, sag ich mal, im Getränkemarkt, ist das nicht eine sehr krasse Vergleichbarkeit, der Sie sich da stellen müssen? Ja, das müssen wir seit Jahrzehnten. Und wenn man überlegt, dass es vor 20, 30 Jahren noch genau umgekehrt war, dass diese großen Brauereien signifikant im Preis über uns lagen, aber die kamen dann doch unter einen ganz erheblichen Mengendruck. Mhm. Dann begann die Aktionitis und dann hat man versucht, über günstigere Preise die Verbraucher zu werben. Aber der Preis ist eben nicht alles als Entscheidungskriterium. Und wir haben es offensichtlich ganz gut mit vielerlei Aktivitäten hingekriegt, dass die Menschen das wertschätzen, was wir tun und dann auch bereit sind, diesen Preis zu bezahlen. Warum genau ist denn jetzt ein Meckatzer Bier im Prinzip doppelt so teuer wie jetzt zum Beispiel ein Kasten Warsteiner? Ja, das liegt natürlich an der geringeren Größe. Das ist ganz sicherlich so, dass wir als mittelständisches Unternehmen ganz andere Kostenstrukturen haben. Aber dass wir natürlich sehr viel Wert auch legen auf die Brauverfahren, ganz konservative Verfahren, die wir hier einsetzen, die aber für höchste Qualität stehen. Beste Rohstoffe aus der Region, den Hopfen hier aus Tettnang, Gerste bzw. das Malz, das daraus wird, aus Oberschwaben, dort nach kontrolliert integrierten Anbauregeln. Also da gibt es eine ganze Summe von Schritten, die wir hier konsequent einhalten. Und dann muss man auch sehen, dass der Handel, wir machen ja die Preise nicht selber, sondern das sind die Preise des Handels, die Sie gerade erwähnt haben. Und die nutzen dann diese großen Marken auch als Lockmittel, um in die Geschäfte zu kommen. Und da lassen sie uns Gott sei Dank außen vor. Hat sich denn der Markt auch ein Stück weit gewandelt, dass der Konsument da draußen gar nicht mehr so sehr auf den Preis achtet, sondern im Prinzip auch vielleicht ein Erlebnis, eine Emotion sich zugute führen möchte? Ja, Sie spüren das ganz genau richtig. Ich denke, so ist es. Noch vor 20 Jahren war es so, dass der Trend in Richtung dieser Großbrauereien, im Fernsehen stark beworbenen Brauereien, unglaublich war, sodass wir Mittelständler alle gesagt haben, wo führt denn das noch hin? Mhm. Aber in der Zwischenzeit ist es doch so, dass ich denke, so als Gegentrend auch zur Globalisierung, was ja häufig mit Anonymisierung auch einhergeht, dass die Menschen sich zunehmend fragen, wo kommt denn das her, was ich esse, was ich trinke, die Lebensmittel, die Getränke, habe ich irgendeinen Bezug dazu oder ist es eine anonyme Firma? Mhm. Und da denke ich, dass wir als Regionalmarke mit unseren Aktivitäten, mit unserem Fanclub zum Beispiel auch, mit 8.500 Mitglieder sogar auch was bezahlen.
Die zahlen 17,38 €. Wer aufgepasst hat im Einspieler, Gründungsjahr. Ja, so ist es, genau. Also, was nichts kostet, ist nichts wert, sagt man ja als Schwab. Ja, es ist so, dass wir hier 8.500 Mitglieder haben. Und ich habe es jetzt gerade erlebt, vor 2 Monaten, wenn die Menschen nach Meckarts pilgern. Es ist fast schon irrational, die Zuneigung, die einem da zuteil wird und die einem dann das Gefühl gibt, Mensch, wir sind auf dem richtigen Weg und die Menschen mögen das, was wir tun. Der Markt verändert sich rasant. Beispielsweise auch eine völlig neue Initiative, die da heißt Slow Brewing, übersetzt also langsames Brauen. Ja. Da sind Sie einer der Mitgründer. Was steckt denn da dahinter? Da steckt eine Initiative von ehemaligen Braumeistern großer Brauereien, von Professoren aus Weinstephan, wo ich auch gelernt habe, die gesagt haben, es kann ja nicht sein, dass auf Dauer sich die Brautechnik nur um die Frage bewegt, wie mache ich Bier schneller, kostengünstiger, wie züchte ich Rohstoffe mit hohen Hektarerträgen, schädlingsresistent und die Qualität der Rohstoffe und der daraus entstehenden Biere gar nicht so sehr im Fokus steht. Und die haben dann einen sehr umfangreichen Anforderungskatalog definiert. Und dann ging es natürlich darum, Brauereien zu finden, die gemäß dieser Anforderung das Bier brauen und sind dann als erstes auf uns zugekommen. Und ich habe mich da dann auch aktiv ein bisschen noch mit eingebracht. Und in der Zwischenzeit ist es eine Gruppierung von 35 Brauereien aus Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien, die sich diesem strengen Kriterienkatalog unterwerfen. Und das ist eine sehr gute Möglichkeit, um die Menschen auch die Differenzierung stärker beizubringen innerhalb des Reinheitsgebots. Alle deutschen Brauereien brauen nach dem Reinheitsgebot, aber da gibt es so ein paar, die da noch was on top setzen. Es verändert sich auch in der Gastronomie einiges. Der berühmte Stammtisch, den wir alle noch so kennen, den gibt es an sich gar nicht mehr so richtig, aber dafür etwas anderes. Was das ganz genau ist, liebe Zuschauer, darüber werden wir gleich unter anderem sprechen hier bei Chefsache. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Michael Weiß, er ist Geschäftsführer der Meckartzer Löwenbräu, welche mit das teuerste Bier auf dem deutschen Markt anbietet und das sogar mit Erfolg. Das Erstaunliche ist ja, der Biermarkt hat sich rasant verändert, auch die Gastronomie. Ich hatte es vorher kurz vor der Werbung gesagt, der klassische Stammtisch stirbt aus. Entsetzen, warum? Ja, weil die Alten immer fitter werden. Ja, ist das so? Die hat mir mal ein Wirt gesagt, sagt er, die früher sind sie da gehockt, haben ein paar halbe Bier getrunken und jetzt gehen sie zum Joggen, zum Radeln und kommen gestresst her, verschwitzt, trinken eine Apfelsaftjolle. Nein, also das ist sicherlich ein Aspekt, aber das hat sich das Ausgehverhalten der Menschen überhaupt geändert und der Stammtisch leider hat an Bedeutung verloren. Die Leute kommunizieren nicht mehr miteinander, ist ja ganz wichtig. Eigentlich Handy draußen. Jeder ist vereinsamt und schaut im Zweifelsfall auf dieses blöde Ding. Nein, das ist eine Entwicklung. Der Stammtisch alter Art, den gibt es leider immer weniger und darum müssen wir da Zeichen für die Zukunft setzen und dafür gibt es auch Beispiele. Wie sehen die denn beispielsweise aus? Die sehen so aus, wie wir es selber auch in der Gastronomie zum Teil machen, da wo wir sie selber mitgestalten können oder wie ich es vor kurzem auch von einem Gastronom gesehen habe, dass wir zum Beispiel lange Tafeln machen, ja, mit Hockern mit dabei, die dann sagen wir mal, auch jüngeren Menschen die Möglichkeit geben, wenn sie allein unterwegs sind, ja, zu sagen, okay, da hocke ich mich zu denen dazu, da sitzen immer welche Leute, ich kann kommen, ich kann gehen, das ist also nicht so fest wie am Stammtisch, ja, wo man einmal kommt und bleibt und dann wieder geht. Und diese Fluktuation, das ist moderner und lässiger. Und das haben wir hier auch in Ravensburg zum Beispiel in unseren Mooren. Und das ist super, wie das da ankommt. Ja, das ist die neue Form des Stammtisches dann. Wie wird sich denn der Biermarkt und auch vielleicht die Gastronomie der Zukunft verändern? Auf was stellen Sie sich denn heute schon hinter den Kulissen ein? Ja, dass die Leute tendenziell auch weniger Bier trinken, weniger Alkohol trinken, tendenziell versuchen, noch gesünder zu leben, wobei Alkohol in Maßen sehr, sehr gesund ist, ja, stellen wir selber fest. Okay. Und dass die Menschen mittags immer weniger weggehen, abends Entertainment suchen. Mhm. Gastronomie ist ein ganz schwieriger Bereich. Du findest kaum Köche, kaum Servicepersonal. Wir haben ja keine Arbeitslosigkeit bei uns. Also da braucht es schon gute Konzepte,
die auch, sagen wir, stärker in Richtung Genuss gehen, wo man ganz bewusst Dinge zubereitet und dann die Menschen nicht einfach nur so irgendwo hingehen, Hauptsache, ich sag mal schwäbisch, der Ranzen spannt und man ist satt, sondern wo es um bewusste Wertschätzung dessen geht, was der Gastgeber auch auf den Tisch bringt. Und solche Konzepte, die haben sicherlich künftig Erfolg. Heißt aber auch, dass diejenigen, die sozusagen ja unter einem Mantel sind, all die regionalen Lebensmittelproduzenten, mehr zusammenrücken sollten? Oder tun Sie das denn auch schon? Ja, das tun Sie. Also es gibt ja hier auch Oberschwäbischen, aber ins Allgäu rüberschwappend, die Landzunge als Beispiel, ja, also als Kooperation von Gasthöfen, die sich ganz bewusst der Pflege der Gasthauskultur widmen, regionale Zutaten verwenden, gutes Fleisch, guter Käse aus der Region, Gemüse, das liebevoll zubereiten. Und da sehen wir auch, dass diese Landzungenbetriebe wirklich überproportional Erfolg haben und die Gäste das auch wertschätzen, wenn sie merken, dass der Gastgeber sich Mühe macht. Gestatten Sie mir zum Abschluss des Talks noch eine Frage. Sie sind natürlich mit der Bierregion seit Jahren, Jahrzehnten verbunden. Mhm. Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, wie es nach Ihnen weitergeht und wann ein Ausstieg ist? Tja, interessant, dass Sie die Frage auch stellen. In letzter Zeit öfter gefragt. Ich weiß nicht, ob ich so einen Alterungsschub hinter mir habe. Nein, das glaube ich nicht. Ja, also es ist so, ich bin ja nicht der einzige Gesellschafter bei uns in der Brauerei, aber der einzige Aktive und habe ja Drillinge, 22-Jährige, und die alle einen guten Weg machen, aber einer, der Konstantin, schaut so aus, als geht er in die Richtung, studiert Betriebswirtschaft, möchte Brauwesen noch anschließend machen. Und ja, ich werde sicher noch ein paar Jahre arbeiten und dann schauen, dass ich ihm einen ordentlichen Betrieb übergebe, den er dann hoffentlich auch erfolgreich weiterführen wird. Und wie schätzen Sie sich ein? Werden Sie dann auch tatsächlich Ihre Fingerchen draußen lassen oder werden Sie ab und zu schon noch vorbeischauen? Na klar, also ganz draußen lassen kann ich nicht. Das ist mein Hobby, mein Beruf, meine Leidenschaft, die Brauerei. Also ganz zurückziehen werde ich mich nicht. Aber ich weiß natürlich, dass ich dem Junior, wenn er dann kommt, entsprechende Freiräume überlassen muss. Aber wir verstehen uns heute schon super und das werden wir in Zukunft ganz bestimmt auch. Prima, dann herzlichen Dank für dieses Gespräch und diese Einschätzung. Michael Weiß von der Mekkatzer Löwenbräu. Liebe Zuschauer, das war's wieder soweit hier bei Chefsache. Es würde mich freuen, wenn Sie in einer Woche spätestens wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute oder bleiben Sie einfach dran. Bis dann. Tschüss.